Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Geralt und Paxis. Paxis spielt. Und ja, was soll ich sagen? Graham liegt da tot am Boden, nachdem er den Fluch von dem Turm hier genommen hat und seine verblichene große Liebe nochmal geküsst hat. Sag Kyra, dass du den Fluch der Reuseninsel gebrochen hast. Das heißt, wir können jetzt hier raus. Wir müssten uns auch schon alles angeschaut haben. Und dementsprechend auf geht's, ab geht's. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund dafür, irgendwas anderes zwischendurch zu machen. Also wir können, denke ich, wir können glaube ich auch hier runterspringen. Wir können, denke ich, direkt... Was haben wir denn eigentlich noch so an Essen? Ich weiß, dass Essen und Energie gar nicht mal mehr so viel. Aber wir sollten ja tagsüber auch so heilen. Deswegen können wir uns das Essen... Hallo? Hallo? Wo bleibst du hängen? Deswegen können wir uns das Essen getrost für den Kampf aufheben. Und dann würde ich sagen, wir kehren auch einfach direkt zu Kyra zurück, schließen dieses Nebenquest ab und wenn wir dieses Nebenquest abgeschlossen haben, schauen wir, wie wir mit Quests weitermachen. Wie ich es in der vorletzten Folge ja schon gesagt hatte, wir müssen mal hier hingehen, dass wir schnell reisen können, weil das ist relativ weit weg. Wie ich das schon in der vorletzten Folge... Moment mal, hier ist doch auch... Hatten wir das noch gar nicht aufgedeckt? Wieso habe ich denn hier das hingemacht? Ich wollte doch hier das hinmachen, damit ich logischerweise da schnell reisen kann. Aber jetzt muss ich erstmal den... Oh Gott, der ist Level 9 und macht direkt mal richtig krass viel Schaden. Wir machen auch gut Schaden, aber ja, wir machen zwar gut Schaden, aber wir bekommen auch gut Schaden. So, jetzt reisen wir aber erstmal zu Kyra. Wie gesagt, das macht wohl keinen Sinn, da jetzt per Fuß oder auf Plötze hinzureiten. Und wenn wir das Quest abgeschlossen haben mit Kyra, ich weiß gar nicht mehr, ob man die danach nochmal trifft. Ich meine, wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht spoilern, aber ich weiß es nicht mehr. Und nachdem wir das abgeschlossen haben, wie gesagt, schauen wir uns mal... Ach, gab es nicht irgendwelche Nebenquests mit diesen komischen Mumendingern an der Seite? Ich weiß gar nicht mehr. Egal, ach, wie schön hier wieder dieses Licht durchscheint. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Keine Ahnung. Hauptquest, Nebenquest, wir werden sehen. Hm. Mir recht stürmig, wie es aussieht. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Dieser Magier von der Insel, erzähl mir mehr von ihm. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magieexperten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Konntest du Graham überreden, mit dir in den Turm zu gehen? Hast du ihm gesagt, dass dort eine Pest auf ihn wartet? Er kannte das Risiko. Aber auch viele Geschichten über wahre Liebe, deren Puss jeden Zauber aufheben kann. Irgendwie hat ihm das Mut verliehen. Und? Ist es gut ausgegangen? Wie man's nimmt. Der Fluch ist gebrochen. Annabels Geist ruht in Frieden. Aber Graham ist tot. Armer Kerl. Aber er hat gezeigt, dass es wahre Liebe öfter gibt, als manche denken. Eventuell wusste auch gar nicht Geralt, dass er stirbt, dieser Graham. Also es war vielleicht vorher für ihn auch gar nicht so klar. Klang jetzt auch so. Eine Sache beschäftigt mich. Welche? Annabel sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Catriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe.
Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Und darauf kann ich nicht mehr reagieren, oder was? Das ist ja merkwürdig. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Okay, wir haben das eine Quest abgeschlossen von ihr und bekommen direkt das nächste. Interessant. Kann es sein, dass wir die gleiche Haarfarbe haben? Meinst du vielleicht ein bisschen dunkler? Einen Gefallen oder Freunden, finde die Zutaten vom vermissten Transport mit Hilfe deiner Hexersinne. Damit verraten sie mir doch schon im Endeffekt, dass der wahrscheinlich wieder tot ist oder irgendwo rumliegt und ich dann wieder irgendwelchen Spuren folgen muss. Und da diese Kräuter immer nachwachsen, ist mir gerade eingefallen. Also ich habe ein paar Mal gesagt, bei irgendwelchen Kräuterhändlerinnen und sowas, dass ich die Kräuter nicht einsammle. Aber die wachsen ja immer wieder nach. Also das ist eigentlich ziemlich blöd, die nicht einzusammeln. Weil die sowieso sehr, sehr schnell in dieser Welt wieder nachwachsen. Wenn wir beim nächsten Mal hier sind, könnte es sein, dass das schon alles nachgewachsen ist. Und dass uns immer mal ein paar Kräuter fehlen für unsere neuen Tränke und so, haben wir ja auch mittlerweile schon mitbekommen. Wo ist denn der Spaß? Er ist da oben und ja, wir können uns mal die Hütte angucken und dann das Fragezeichen. Also ein paar Sachen nehme ich ja immer mal mit. Ich will nicht wie beim ersten Durchlauf stumpf jedes ablaufen, also jeden interessanten Ort ablaufen und jedes Fragezeichen ablaufen, aber ich möchte zumindest das ein oder andere mitnehmen und manchmal habe ich dann Glück und finde da auch einen Ort der Macht und bekomme einen neuen Waldhütte, neue Markierung. Da gibt es sogar eine Markierung für, interessant. Was steht da? Obwohl ihm seine Freunde davon abrieten, mitten im Wald ein Haus zu bauen, schenkte Hans ihnen kein Gehör und machte alles auf seine eigene Art. Als der Krieg ausbrach und diese Region verwüstete, lebten Hans und seine Familie in Frieden weiter und blieben vor dem Problem der großen Welt verschont. Bis zu jener schicksalshaften Nacht. Oh! Oh! Hier wohnt jetzt wohl niemand mehr. Oh Gott! Ist sogar jemand erhangen worden. Warum das? Ist das derjenige, der hier gelebt hat? Ich schaue mal rein. Ja, so lange kann das noch nicht her sein. Es wurden anscheinend alle umgebracht. Die Mutter, der Vater hängt draußen, das Kind. Es gibt schon ein paar Fliegen, aber so ewig lange können die noch nicht tot sein. Das ist ja tragisch. Wer war denn das? Die Leute des Barons? Aber warum? Schade, dass wir diese Briefe nicht lesen können. Da fällt mir ein, wir müssten eigentlich nochmal zu dieser Fischerhütte und die ganzen Fische einsammeln, damit die da nicht verfaulen. Ja, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Leere Flaschen. Ja, die Sachen kann ich natürlich mitnehmen, weil wir sehen ja, dass leider die Besitzer tot sind. Es wäre mir lieber, wenn es anders wäre, aber es ist leider so. So, dann schauen wir kurz mal hier nach. Vielleicht ist es da ja ein Banditenlager, was dieses zu verantworten hat, dann werde ich das natürlich sehr gerne ausräuchern. Banditenlager, ich wusste es. Es ist tatsächlich ein Banditenlager, das ist ja unfassbar. Wie ein Mann, Dreckschwein. Ihr seid die Dreckschweine. Und wir haben doch mit Sicherheit verbessertes Gift erhängen. Zur Anwendung des Platz. Angriff gegen Humanoide und Bestien plus 25 Kraft. Ja. Das ist sehr, sehr gut, dass wir dieses Gift der Erhängten schon haben. Diese verbesserte Stahlwaffe. Dann nehmen wir noch Donner, um noch mehr Schaden zu machen. Du wirst es nie lernen. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen.
Wir gehen erstmal wieder zu diesem blöden Bogenschütze. Ich sterbe aber auch gleich, aber ich will jetzt eigentlich... Ach, wobei, wir können ja eigentlich dieses Absurd einsetzen, wir müssen dann eh mal rasten. Oh, hatten wir gerade einen schnellen Kill, ich glaube. Ach nee, da lebt er noch. Er war nur irgendwie verwirrt oder so. Und halten und kämpfen. So. Und wie gesagt, dann sollten wir eigentlich... Ja, das ist ja nur Müll. Dann sollten wir eigentlich auch mal eine Stunde rasten und unsere Tränke auffüllen. Im Tierpelz haben wir sogar schon. Kleiner wählen, bla bla bla. Wir nehmen einfach mal alles. Im Tierpelz haben wir schon gelesen. Der Rest ist eingesammelt. Dann würde ich sagen, nutzen wir auch mal dieses Lager, um zu rasten für eine Stunde. Damit unsere Dinge wieder aufgefüllt werden. So. Donner war doch der Trank, der uns stärker macht, oder? Angriffskraft 30%, genau. Und dann haben wir zumindest die Familie da gerecht. Das ist natürlich sehr traurig, dass wir da nicht eher hingekommen sind und dieses Banditenlager eher... Ich meine, es ist mir schon klar, dass es theoretischerweise auch gar nicht geht, weil das Spiel natürlich so ausgerichtet ist, dass das mit Sicherheit von Anfang an so war, dass die schon tot waren und da rumhingen. Aber es wäre ja cool gewesen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass wir da eher hinkommen und dann dementsprechend die hätten noch retten können. Galgengasse. Die Straße ist mit aufgeknüpften Bauern gesäumt, die sich ihren neuen Herrn widersetzten oder das Pech hatten, Banditen zu begegnen, welchen im Ambiente des Boulevards gerne weitere pendelnde Installationen hinzufügen wollten. Was für eine elende Gegend. Und jetzt muss ich aber... Das ist ja ein riesiges Gebiet, wo... Hallo? Guckt euch mal dieses riesige Gebiet an, wo ich den suchen soll. Aber es muss doch mit Sicherheit irgendwo auf dem Weg sein. Also ich würde mal taktisch vorgehen und die Wege hier ablaufen. Das heißt, wir fangen hier an. Da wird er wohl leider auch Banditen in die Hände gefallen sein. Oder halt das, was da solche merkwürdigen Geräusche von sich gibt. Da liegt was. Ach so, ist aber ein Fragezeichenort. Was sind denn jetzt schon wieder? Das sind Nekrophagen. Wir haben noch mit Sicherheit Öl, was gegen Nekrophagen funktioniert. Verfluchtenöl. Nekrophagenöl. Das sind natürlich unfassbar viele, da müssen wir aufpassen. Ach cool, die kämpfen da gegen dieses Wasserweib oder was das ist. Das heißt, ein paar wurden abgelenkt, ja, Wasserweib. Und dieses Wasserweib scheint auch stärker zu sein als diese Ertrunkenen. Ertrunkene und ein Wasserweib, meine Liebe. Na, das hat es uns einen Tick leichter gemacht. Ah, ich dachte, da gehört gar nicht dazu, oder? Also zu der Bande, die ich... Ah, ich wollte gerade ausweichen. Zu der Bande, die ich da platt machen muss, damit... Oh, da kommt ja noch ein Ertrunkener, hallo! Reicht's mal wieder? Oh, der war auch kurz verwirrt. Ha, schon wieder. Ah, wieder zu spät ausgewichen. So. Jetzt müssten wir es aber geschafft haben. Noch schnell alles looten. Der hat gar nichts. Looten und leveln. Ja, also natürlich komme ich hier wieder vom Hundertsten ins Tausende. Also ist jetzt doch wieder ein Fragezeichen, was ich kläre.
Was macht der nächste? Notizen eines Straßenräubers. Und da heißt es, Verbrechen würden sich nicht auszahlen. Ha, größeren Schwachsinn habe ich meinen Lebtag nicht gehört. Es zahlt sich aus wie verrückt. Bei dem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir in einem Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama Schnaps trinken wie Wasser und mit trockenem weißen Buclair nachspülen. Lass die Leute doch Kokolores von den Göttern brabbeln, die uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halt, Novigrad. Wir verkaufen, was wir haben und leben wie Könige. Tja, oder er stirbt. Schatzsuche Schemas zur Verbesserung der Katzenschule Teil 2. Ja, das ist mir egal. Durchweichte Nachricht. Liebe Fessi, wir können Patrick nicht mehr ernähren, daher schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kleinen. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Wählen, wenn ich es dir erzählen würde, du würdest es nicht glauben. Bitte sorg für Patrick wie für deinen eigenen Sohn. Wir kommen ihn holen, sobald der Krieg vorbei ist. Oder vorüber ist. Ich danke dir tausendmal, Hannah. PS, Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, der ausreichen müsste, um seinen Reisebegleiter wie vereinbart zu bezahlen. Es sollte nicht nötig sein, dass du etwas beisteuerst. PPS, Patrick hat Angst im Dunkeln. Wenn du kannst, lass ihm eine Kerze am Bett. Tja, leider wurde er umgebracht und seine Sachen gestohlen. Aber wenigstens wurden dann indirekt diejenigen, oder er hier, das war ja gar nicht diejenige, es war der hier, der Begleiter hat ihn ja dann wahrscheinlich umgebracht und wurde dann selbst von Ertrunkenen umgebracht. Wieder mal Ironie des Schicksals. So. Aber vielleicht kehren wir ja jetzt mal dahin zurück, wo wir eigentlich hin müssen, um dieses Quest zu erledigen. Okay. Das ist aber auch ein großes Gebiet. Ich weiß halt nicht. Moment, man kann die looten? Brief einer nilfgaardischen Ehefrau. Ich habe meinen Vater und meinen Bruder im letzten Nutlingkrieg verloren. Bitte komm zurück zu mir. Ich habe Angst, dass ich auch meinen Mann verliere. Unsere kleine Beatrice soll ihren Vater behalten. Ich kenne die Strafe für Fahnenflucht, aber ich weiß auch, dass einige Männer es unversehrt nach Hause geschafft haben. Wir verstecken uns auf Ilfans Hof. Du wartest den Krieg dort einfach ab. Ich bete jeden Tag für dich, Alwen. Es hat leider nicht funktioniert. Ach so, da wurde da wahrscheinlich umgebracht wegen Fahnenflucht. Tja, traurig, traurig. Ach, guck mal an. Hier haben wir jetzt doch Spuren, aber große, schwere Räder. Ein Kaufmannswagen. Die führen in die Richtung. Jetzt sind wir ja durch glücklichen Zufall direkt in die... Ist bei hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das verheißt nichts Gutes. In die richtige Richtung. Ist er ausgewichen oder hat er einfach die Kontrolle verloren? Ist das Pferd durchgegangen vielleicht wegen irgendwelchen Monstern? Wo ist er denn hingefahren? Ah, hier ist schon mal ein Reifen, den er wohl verloren hat. Aber trotz dieses einen Reifen scheint er noch ziemlich weit gefahren zu sein. Ja, ein Händler allein in Wählen unterwegs. Das konnte nicht gut gehen. Wieso, wenn er einfach nicht so... Naja, ich weiß nicht, was passiert ist, keine Ahnung. Warum finden wir denn jetzt wieder so viele leere Flaschen, verdammt? Essensreste, zerlegtes Fleisch, Katoblepas. Möchte wissen, für welchen Zauber man sowas braucht. Ja, wir können nur Zaubertricks. Keine großen, fetten, krassen Zauber. Aber die sind auch schon nicht schlecht. Die Ladung ist noch intakt. Aber magisch kommt sie mir nicht vor. Wie Keira das wohl erklären wird? Menschlich. Aus einer Arterie. Kann nicht weit sein. Das hätte die Person nicht geschafft. Die kleine, freche Keira hat uns wohl wieder nicht alles erzählt. Eine Moderhaut. Mir bleibt keine Wahl. Das ist doch auch wieder, ein Nekrophag. Also ich bin mir relativ sicher, aber ich schau mal nach. Aber Moderhaut müsste Nekrophag sein. Moderhaut, wo bist du denn?
Wasserweiber, Neblinge, gut Ertrunkene. Hä? Bin ich blöd? Wieso ist denn das hier nicht angezeigt? Das muss ein Nekrophag sein, was soll es denn sonst sein? Trunkene, gute Gruftweiber, Geitlinge, Neckar. Es wird mir nicht angezeigt, aber es muss ein Nekrophag sein. Oh, oh, weg, weg, der explodiert. Ach, wir hatten ihn noch gar nicht, das war das erste Mal, dass wir ihn gesehen haben. Das macht natürlich Sinn. Was ich daran nicht gedacht habe, aber ich bin mir recht sicher, dass es ein Nekrophag war. Pass auf. Ha, ich wusste, ich bin der Beste. Huhu. Moderhäute. Wirksam Nekrophagenöl. Natürlich stinken sie. Dachtest du, sie heißen Moderhäute, weil sie nach Rosen duften? Weh sie mir, Hexe der Wolfsschule. Unser, naja, ich will nicht sagen Vater, aber Vaterfigur. Moderhäute ähneln verwesenden Leichen ohne Haut. Ihre Präsenz wird meist von dem durchdringenden Verwesungsgestank verraten, dem sie ihren Namen zu verdanken haben. Verschlinger sind eine besonders gefährliche Moderhaut-Variante mit unstillbarem Appetit auf Menschenfleisch. Aber mit Sicherheit war er nicht der Grund dafür, dass das Pferd durchgegangen ist, sondern die Moderhaut hat dann bloß die Gunst der Stunde genutzt und den verunglückten Fahrer da wahrscheinlich gefressen. Also davon gehe ich mal aus. Vielleicht ja auch erst, nachdem er gestorben ist. Wir speichern hier mal. Und ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Ich nehme noch mit euch zusammen einen Schluck von meinem wunderbaren Tee. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bleibt cool, euer Paxis. Soos Master, du bist der Beste. Mach's gut.